Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Command & Conquer 2 Operation Tiberian Sun. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Command & Conquer 2 nennen kann, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich muss mal gleich dazu sagen, ich bin ja hier so ein bisschen erkältet, ne? Das hört man unter Umständen während der Aufnahme. Ich habe mir allerdings schon ganz brav einen Tee neben den Rechner gestellt, also dementsprechend... Ja, es kann sein, dass ich ein bisschen weniger rede heute. Ist durchaus möglich. Von dem her bitte ich das einfach zu entschuldigen. Und wir werden jetzt mal... Mehrgebäude ausgewählt. Also auf die Brücke haben wir zerstört. Können wir da Aufklärungsarbeit betreiben? Naja, nicht wirklich. Wir sehen nicht wirklich was. Wir brauchen definitiv mehr Titanen. Und Amphibien-BMTs. Wir brauchen ganz, ganz dringend Amphibien-BMTs. Und was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, oder was mir nicht aufgefallen ist, dafür aber jetzt, die Brücke hier, die hätten wir nur von dieser Seite aus reparieren können. Das heißt, wenn der Angriff fehlgeschlagen wäre und die hätten die Brücke gesprengt, hätten wir mit Amphibientruppentransportern hier unten landen müssen. Und hätten den Laden mit Infanterie auseinandernehmen müssen. Das wäre auch nochmal sehr interessant geworden. So, pass mal auf, ein Sammler, der soll mal bitte hier unten das Zeug wegernten. Der braucht zwar dann ein bisschen länger, aber wir haben eh einen Haufen Sammler. Einheit bereit. Den Jungs geben wir mal das Platoon Zero. Und wir könnten hier eigentlich auch gerade mal sagen, dass wir ein paar Infanteristen schon mal ausbilden. Einheit bereit. So in weiser Voraussicht. Einheit bereit. Einheit bereit. So. Hier oben würde ich fast noch gerne einen Titan hinstellen. Es wäre mir ein Plaisir. So, können wir die Jungs dann gerade mal hier drüben irgendwie parken. Das wäre sehr nice. So, einmal ganz lässig da so hin. Und dann bauen wir einfach gleich noch ein paar mehr. So, und jetzt überall die ganzen Infanteristen rein. Sanitäter brauchen wir dann auch noch. Einheit bereit. So, ich weiß nur noch nicht, wie viele ich mitnehme. Ich glaube, 6 oder 7. Alter, das Tiberium hier verteilt sich ja auch. Das ist ja ganz was Neues. Ich dachte, es braucht dieses komische... Hier diesen Tiberium-Riparius, damit das weiter wächst. Aber scheinbar haben sie das aus dem ersten Teil hier tatsächlich noch übernommen, dass das normal weiter wächst. Das ist interessant. Ja, schau, man lernt nie aus. So. Dann noch 2 rein und 2 da rein. Dann haben wir überall die Infanteristen drin. Jetzt wäre es nur nett, wenn wir ein bisschen mehr Kohle hätten. Die Jungs kann ich leider nicht reparieren, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, ich weiß. Die E-Impulskanone, ganz ehrlich, das ist so ziemlich das nutzloseste Gebäude in der Singleplayer-Kampagne. Im Skirmish-Modus fast auch, da kannst du sie zumindest einsetzen, aber ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, die Pulskanone, das ist ein riesiges Gebäude, nimmt ungefähr so viel Platz ein wie ein Kraftwerk oder was mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann feuert die einen EM-Puls aufs Zielgebiet ab. Der Witz ist nur der, dass die Reichweite von dem Ding beschränkt ist. Also würde ich jetzt hier so eine EM-Kanone reinsetzen, wir kämen map-technisch ungefähr, ich glaube, bis hierhin. Ja, weiter nicht. Alles, was dahinter ist. Wobei, ich glaube, selbst das ist schon zu weit von der Reichweite. Also, Einheit bereit. Du könntest zwar theoretisch auf die Distanz feindliche Einheiten und Verteidigungsanlagen ausschalten, aber... Ja, naja, weißt du, die Reichweite ist halt wirklich sehr begrenzt. In der Kampagne habe ich die Kanone nie genutzt, man braucht sie auch überhaupt nicht. Also, ist meine Meinung. Wird hergestellt. Wer das Ding haben will, meinetwegen, ich will es definitiv nicht haben. So, jetzt haben wir hier die Jungs alle dort stehen. Ich war am Überlegen, ob wir mal die Brücke reparieren sollen. Und darüber marschieren. Einfach nur, dass wir hier diesen Zwischenpunkt haben. Wo schickt man denn den Sanitäter eigentlich rein? Ein Sanitäter in jedes Amphibien-BMT wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Wobei, wir haben jetzt überall 2 Infanteristen drin, mit einem Sanitäter überall drin. Wäre da noch Platz für 2 weitere? Ah, okay, ich sehe schon, das geht so nicht ganz auf. Wir können also leider Gottes nicht überall Sanitäter mitnehmen. Funktioniert nicht. Einen weiteren werde ich definitiv noch ausbilden, aber dann war es das auch schon. Wird hergestellt. Wir können auch ausnahmsweise...
Das war der falsche Knopf. Ich bin echt gut. Wir können ja gerade mal auf maximal stellen, damit wir schneller an Geld kommen, weil der Feind, der macht sowieso nichts. Ja, das ist das Nette. Kann ich Sensoreinheiten bauen? Oh ja, ich kann sogar Sensoreinheiten bauen. Wird gebaut. Sollte man unter Umständen vielleicht tun, ja? Einheit bereit. So, den stellen wir jetzt wohin? Hier oben hin. Da oben auf das Plateau wäre es natürlich ganz nice, aber... So, pass mal auf. Der steht und scannt jetzt hier das Tal. Wir könnten hier unten natürlich noch weitere Sensoreinheiten verteilen, dass wir hier eine ordentliche Übersicht haben. Das Ding warnt uns nämlich, wenn unterirdische Einheiten kommen. Und guck mal hier auf die Minimap. Wir haben hier rote Punkte im schwarzen Nebel des Krieges. Das sind hier Verteidigungsanlagen. So, okay, den stellen wir wohin? Ich glaube, hier irgendwo hin. Einfach da oben ins Gelände rein. Ich werde schon mal anfangen, ein paar Cyborgs auszubilden. So, wenn wir jetzt beide auswählen, dann haben wir den Radius, den sie abdecken. Hier oben ist noch nicht ganz frei, also hier sollte man vielleicht noch eine Sensoreinheit hinstellen. Ist eigentlich eher unnötig, jetzt so viele Sensoreinheiten zu bauen in der Mission. Normalerweise würde eine reichen hier im Stützpunkt, weil so viel mit Untergrund-BMTs macht hier der Feind nicht, aber... Weißt du, ich denke mir, es sieht einfach cool aus, wenn du drei Sensorstationen hast, die deinen Stützpunkt überwachen. Ne, ich meine, guck dir an. Ich finde das irgendwo echt geil. So. Ja, wie war das jetzt mit dem Geld? Was haben wir denn da unten eigentlich inzwischen so alles? Wir haben hier zwei Cyborgs. Was nur zwei Cyborgs? Bitte mehr davon. Wird hergestellt. Ah ja, genau. Ich wollte eine Luftabwehrkanone bei uns reinstellen. Bau abgeschlossen. Weil der Gegner ja hin und wieder mit Lufteinheiten kam. Oh, kein Geld mehr. Gestoppt. Was kostet die eigentlich? 300. Okay, ist relativ günstig. Wird hergestellt. Dann sollte ich vielleicht doch nochmal ein oder zwei Amphibien-BMTs mitnehmen, ne? So undumm wäre das dann doch gar nicht. Einheit bereit. Wobei, wir haben ja unten eh noch eins stehen. Ja, dann reicht es eigentlich schon. Das hier lasse ich komplett leer. Einheit bereit. Grenadiere. Wir brauchen ein paar Grenadiere. Ich glaube, da können wir die hier alle voll machen. Ja, Sir. Erledigt. So, da haben wir zwei Slots frei. Da drei und da zwei. Also sieben Jungs. Okay. Wird hergestellt. Einheit bereit. Dann machen wir sie mal full. Einheit bereit. So, ihr drei da hinein. Der sollte voll sein. Der sollte voll sein. Okay, dann nochmal zwei Stück für hier oben. Einheit bereit. Okay, damit wären die drei Jungs ready. Können wir mal da runterfahren mit denen gerade? Die Frage ist, was mache ich mit denen? Nehme ich hier nochmal irgendwo einen Sanitäter mit? Es wäre fast nicht verkehrt. Wird hergestellt. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht gleich angegriffen. Nein, werden wir nicht. Okay, alles klar. Bereit. Ja, wo steckt man den rein? Den stecken wir mal da so rein. Jetzt haben wir natürlich nicht viele Grenadiere, aber den Rest können wir mit den Not-Einheiten ausgleichen. Der ist komplett leer. Genau. Okay, dann schicken wir die mal so mit. Ich glaube, das reicht. Wird gebaut. Jetzt produzieren wir einfach mal Titanen. Die Titanen kann ich übrigens nicht hier in dieser Nordwaffenfabrik bauen, weil das GDI-Technologie ist. Das beißt sich, wie ihr seht. Auch wenn ich hier das Primärgebäude auswähle, es funktioniert einfach nicht. So, ja, na gut. Dann würde ich sagen, warte, ich gehe mal wieder hier auf die normale Geschwindigkeit. Und dann fahren wir einfach mal durchs Wasser. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Ist jetzt nicht super aufwendig animiert, aber es ist animiert. Ich finde es eigentlich echt schön. Und das Nette ist, der Gegner, der hat halt absolut keine Verteidigungsmaßnahmen für einen amphibischen Angriff. So, die vollbeladenen Einheiten, die parken wir am besten mal da unten irgendwo. Weil, ganz ehrlich, brauchen wir ja so nicht mehr. Das war er hier noch, okay. So, okay. Ich bräuchte allerdings einen Sanitäter. Haben wir hier einen drin? Nee. Oder doch? Da müsste eigentlich einer drin sein. Nee. Ich möchte nämlich den anderen Sanitäter heilen, der hier oben sitzt. So,
So, komm, hüpf da mal hoch, heilen wir den Burschen mal. Hier hätten wir jetzt einen Haufen Cyborgs und Bazooka-Infanteristen. Nochmal so ein Cyborg wäre ganz nice. Cyborg. Hergestellt. Warte, ich nehme mir nochmal so ein Schlückchen von meinem Tee. Sekunde. So, okay. Ganz kleines Schlückchen. Ihr seid geheilt. Da ist noch so ein Tiberium-Dingsbums. Das könnt ihr wieder alles verseuchen auf Dauer. Okay, dann würde ich sagen, die zwei Grenadiere nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist denn das leere Amphibien-BMT? Das steht hier unten mit dabei. Ja, nee, ist okay. Dann Bazooka-Infanterie. Da rein? Nee, der war leer. Da wollte ich eigentlich 5 Cyborgs drin haben. Dann nehmt ihr ein anderes. Die Cyborgs packen wir da rein. Da hätten wir und da hätten wir und da hätten wir nicht. Okay, da haben wir 2 Jungs, da hätten wir 3. Das heißt nochmal 5 Bazooka-Infanteristen wäre auch ganz nett. Gestoppt. Ich nehme mal nur 3 mit und dafür 2 Cyborgs. Ah ja, hier haben wir ja auch noch jede Menge. Stimmt, da war ja was. Ja, das ist der Zweierblock. Ach, die hier sind voll. Kann er da noch rein? Ja, da kann er noch rein. 2 Stück, dann hätten wir da jetzt noch 3 Slots frei. Einheit bereit. Ja, und so rüsten wir uns jetzt langsam aber sicher auf. So, hier zu oben wollte ich eigentlich einen Ingenieur haben. Ich glaube, ich muss hier nochmal die Spielgeschwindigkeit vorspulen. Das ist ja nicht zu fassen. Wieso ist denn der beschädigt? Ach, weil der hier auf die Mauer geballert hat. Boah, die sind so dämlich. Die sind so dämlich manchmal, die Typen. So ist denn unser Tor beschädigt gewesen? Verstehe ich nicht. Okay. Engineer darauf. Engineer. Cyborg kann da noch mit hinein. Dann wäre der full. Der ist full, der ist full, der ist full. Die sind alle voll. Ja klar, die müssen wieder in ihr BMT rein. Ist okay. Da hätte ich jetzt ganz gerne der Optik halber nochmal 2 Cyborgs. Nein, die Gleitjäger werde ich in dieser Mission nicht einsetzen. Macht absolut null Sinn, weil die komplette gegnerische Insel mit Flakstellungen gesichert ist. Da wird man uns nur ins eigene Fleisch schneiden. So, okay, dann würde ich sagen, bauen wir uns ein paar Maulwurfspanzer, genau. Bin auch so ein Maulwurfspanzer. Einheit bereit. Die können jetzt natürlich nicht in der GDI-Waffenfabrik gebaut werden, obwohl die als primär gilt, weil es ist Not-Technologie. Die haben wir dann hier unten, die Jungs. So, und das Tiberium fällt da ganz ehrlich. Weg damit. So. Einheit bereit. Okay, das wäre das. Wo ist unser Ingenieur? Der ist da oben. Einheit bereit. Ich gehe nochmal runter mit der Spielgeschwindigkeit und repariere hier jetzt mal die Brücke. Brücke repariert. Dann rücken wir hier mal vorsichtig vor. Ah, ja, ja, ja. Genau, killt mir mal schön brav diese Lasertürme. Na, jetzt sind beide Werwölfe weg. Ist auch egal. Das ist also jetzt der Brückenkopf. Ihr seht, den Part, den kann nur der Gegner kontrollieren. Den kann nur der Gegner reparieren. Diesen Part können wir reparieren. Oh. Unterirdische Einheit entdeckt. Oha. Ja, okay, der traut sich also nicht in den Stützpunkt rein. Ja, hat schon mal ganz gut funktioniert. Hat schon ganz gut funktioniert. So, das Problem ist nur jetzt, wo das hier aufgedeckt ist, wurde, glaube ich, was getriggert. Und zwar wird der Gegner jetzt selber diese Brücke reparieren. Das heißt, ich sollte hier schleunigst meine Brücke wieder sprengen. So. Dass der nicht auf dumme Ideen kommt. Beziehungsweise, pass mal auf. Wir zerstören den Brückenabschnitt hier ebenfalls noch. Ja, siehst du, jetzt hat er seine Brücke repariert. Jetzt wird er nämlich anfangen, Truppen hier rüber zu schicken. So. So. So viel Schaden wie möglich anrichten. So viel zerstören wie möglich von dem Ding. Dass der da ja nicht rüberkommt. Die Panzer gleich wieder da hoch.
Wie viel haben wir denn dann eigentlich? Reicht das schon? Ich glaube, das reicht noch gar nicht. Aber wir sollten vielleicht auch noch ein paar Not-Mods mitnehmen. Und Kampfbugge. Oh ja, Kampfbugge ist auf jeden Fall. So, ihr alle, geht da mal rein. Ich speichere hier mal ganz kurz ab. Und zwar Zerstörung von Vegas Stützpunkt 2. Ich mache mal vorsichtshalber einen zweiten Spielstand. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Aufnahme mitspielt oder ob die abschmiert. Unter Umständen muss ich dann alles nochmal machen. Wäre total doof.